Vielleicht auf Mute gehen, haben wir da. Jetzt ist, gehen die auf Mute auch. He? Guten Abend, liebe Branchenkolleginnen und Branchenkollegen, zum nächsten Mayday-Call. Es ist sage und schreibe der 20. Call, den wir heute Abend schon durchführen dürfen. Heute Abend zu einem wichtigen Thema, das uns, glaube ich, noch lange wird begleiten wird. Zum Thema Nachhaltigkeit. Ich freue mich sehr auf unsere spannenden Gäste und ich würde sehr gerne unseren Moderatoren weitergeben, die heute Abend Annette Kretschi und Conny Köbel sind. Vor exakt einem Jahr haben wir hier darüber diskutiert, ob die Frühjahrssession 2020 abgebrochen werden muss. 5 Tage später hat der Bundesrat die außerordentliche Lage ausgerufen. Seither sind viele Unternehmen und Selbstständige faktisch stillgelegt, vor allem in der Kultur-, Event-, Schausteller- und Reisebranche. Im Falle der Pandemie heißt das für uns Grüne, die Menschen zu schützen, die betroffenen Unternehmen zu unterstützen und in die Zukunft zu investieren. Für diese Ziele engagieren wir uns seit März letzten Jahres. Nach einem Jahr Krise müssen wir allerdings feststellen, dass viele Unternehmen in der Kultur- und Eventbranche, im Gastgewerbe, im Tourismus oder im Sport- und Freizeitbereich auf dem Zahnfleisch gehen und oft immer noch keinen Rappen an Härtefallunterstützungen erhalten haben. Es gibt auch unerklärliche Unterschiede zwischen den Kantonen und an vielen Orten eine erniedrigende Bürokratie. Und es kommt noch schlimmer. Weil dieses Parlament nicht in der Lage war, eine Lösung für die Geschäftsmieten zu finden, müssen die Unternehmen die Härtefallhilfen, wenn sie denn welche bekommen, direkt an ihre Vermieter weiterleiten. Die Renditen der großen Immobilienfirmen werden nun zu 100% aus Steuergeldern finanziert. Kein Wunder also, ist die Verbitterung im Gewerbe so groß. Dass sie Wort von Nationalrat Regula Ritz am 11. März 2021 Frühjahrssession im Nationalratssaal. Mein Name ist Conny Köbel, Aktion Mayday. Guten Abend miteinander, liebe Branchenkolleginnen, liebe Branchenkollegen, liebe Gäste. Zusammen mit meiner Kollegin Annette Kretschi werden wir heute einen kleinen Spaziergang durch das Thema Nachhaltigkeit machen. Kurz gestreift als erster Gast, wir haben Regula Ritz, sie ist Nationalrätin, Grüne Partei, Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben. Wir haben Branchenintern Bruno Bisig, er ist Geschäftsführer von Contiki. Er ist eigentlich Head of CSR, also Nachhaltigkeit ist kein Fremdwort für ihn, für der Touristik Suisse. Last but not least, der Denis Sigur, er ist CEO Bentour, Badeferien-Spezialist für die Hauptdestination Türkei, aber auch für weitere mittelmeerische Destinationen. Für all diejenigen, die neu beim Branchen-Call sind, es ist zwar der 20. Wie funktioniert das? Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Call sind muted, das heisst, Fragen können nur schriftlich über den Knopf F&A unten bei euch im Bildschirm gestellt werden. Am Schluss werden nachher die eingehenden Fragen an die Referenten gestellt. Zu den Hauptthemen. Was bedeutet nachhaltiges Reisen? Das ist mal ein Punkt. Was ist nachhaltig unterwegs sein? Wie tue ich mich fortbewegen von A nach B und noch weiter? Und was ist Nachhaltigkeit vor Ort an meiner Destination? Zu diesem Thema und vor allem zu unserem Gast aus der Politik sind wir dank Corona gekommen. Es hat noch etwas Schräges. Mayday vor dem Bundeshaus, Regula. Eine Aussage, die ich von dir nicht so schnell wieder vergessen werde. Du hast mir gesagt, wir Grüne unterstützen sogar Garunternehmen. Es geht schlussendlich um Existenzen, um KMU, um Familienunternehmen. Die müssen gerettet werden. Wir müssen Dramen verhindern. Seit über einem Jahr erleben wir jetzt eine Situation, dass bestimmte Parteien ihre Unterstützung gewähren. Auffallend sind eben die Grüne,
die Grüne Partei, die Grüne Partei, die SP, Grünliberale, Teile von Mitte, Wirtschaftsparteien haben sich für eine ganz besondere Art ein bisschen verabschiedet. Wichtige Anliegen, wie zum Beispiel die Problematik der Geschäftsmieten, sind auf die lange Bank gesetzt worden. Für die SVP sieht Prioritäten, andere Prioritäten, zum Beispiel die Schuldenbremse im Land zu ziehen. Was ist in Corona-Zeit in den Köpfen von uns allen passiert? Branchenintern oder extern? Wird man sein Verhalten ein bisschen nachhaltiger gestalten? Das sind jetzt Fragen, die wir, Danette, Gretschi und ich, heute Abend unseren Gästen werden stellen. Ich gebe das Wort weiter an Annette, beziehungsweise wir haben eine Umfrage gestartet, die ihr eingeladen seid, zu beantworten. Ja. Danke, Conny, für die gute Einführung. Schönen Abend auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir heute auch mal über ein Thema sprechen können, was sehr stark auch in Richtung vom Restart geht, nämlich wie können wir sicherstellen, dass wir in Zukunft nachhaltiger reisen können und wie können wir vermeiden, dass wir gewisse Sachen, die in der Vergangenheit schlecht gelaufen sind, in Bezug auf nachhaltiges Reisen in Zukunft besser machen können. Und als Warm-up haben wir erstmal eine Bitte an euch. Wir würden gerne von euch wissen, an was denkt ihr beim Thema nachhaltig reisen? Da wird die Birgit gleich eine kleine Umfrage aufschalten, die ihr bitte spontan beantworten möchtet. Einfach mal draufklicken, was bedeutet für euch nachhaltig reisen? So, ich glaube, Birgit, dann können wir es abschließen, wenn du die Resultate einblenden kannst. Wow, super. Also, das finde ich sehr interessant, dass wirklich eben ihr alle das gesamte Spektrum von nachhaltig reisen seht. Weil wenn man viele Leute auf der Straße ansprechen würde, würden sie wahrscheinlich spontan sagen, Klimawandel, CO2-Reduktion und so weiter. Das ist ein wichtiges Thema, das ist aber nicht das alleinige Thema. Weil wenn man sich anschaut, in den letzten 12 Monaten sind die meisten von uns wahrscheinlich deutlich weniger gereist. Wir sind deutlich weniger auch im Flugzeug oder auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs gewesen. Damit haben wir natürlich einen Beitrag zur CO2-Reduktion geschaffen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Armut in Zielgebieten, die deutlich angestiegen ist. Wir haben Situationen wie zum Beispiel ein Eierhändler in Khao Lak, der vor der Corona-Krise zigtausend Hühner hatte, weil er damit die Hotels mit Eiern versorgt hat. Er musste jetzt einen großen Teil seiner Hühner keulen, weil einfach niemand mehr die Eier gebraucht hat und er die Hühner auch nicht mehr füttern kann. Und das zeigt eben, und das ist hier auch rausgekommen, faire Arbeitsbedingungen auch an der Destination. Und deswegen möchten wir heute nicht nur von nachhaltig reisen, sondern von sozial nachhaltig reisen sprechen, um eben auch dem Rechnung zu tragen, dass es ein viel größerer Themenkomplex ist, als der, der ursprünglich gesehen wird. Dann gehen wir mal bitte aufs nächste Slide. Und was man hier jetzt sieht, das ist aus der Website von Contiki. Und das sind die SDGs, also Sustainable Development Goals, die Contiki auch in ihrer Unternehmensstrategie verankert hat. Und da möchte ich gerne an den Bruno übergeben, dass er mal ein bisschen erzählen kann, wie eigentlich Nachhaltigkeit bei Contiki, aber auch bei der Touristik Suisse gelebt wird und was es mit diesen SDGs auf sich hat. Ja, danke Annette und ganz herzlich willkommen. Ich habe mich sehr gefreut, euch heute etwas auch über die Nachhaltigkeit und wie wir das angehen, zu erzählen. Mein Name ist Bruno Biesig, ich bin seit 17 Jahren
Geschäftsführer von Contiki Reisen und seit 2 Jahren verantwortlich für die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Fährtouristik. Ich möchte jetzt im ersten Teil kurz darauf eingehen, was wir bei Contiki, wie wir das Thema angegangen sind. Vielleicht ganz kurz, wir sind seit 2013 DuoCert zertifiziert. Also viele Unternehmungen ist DuoCert bereits das fast schon das Endziel eigentlich. Für mich war es klar, es war nur ein Sprungbrett, um eigentlich viel mehr erreichen zu können. Deshalb ist es wichtig für mich, eben nicht nur ein Zertifikat zu haben, sondern die Frage ist, was wir anschließend gestalten aus diesem Zertifikat heraus. Was ihr hier seht, das sind die 17 Sustainable Development Goals, welche 2015 von der UNO verabschiedet wurde. Es sind auch die Ziele, die sich die Schweiz aktiv daran beteiligt hat, diese zu entwickeln, das Monitoring mitzuentwickeln und sich auch verpflichtet hat, gewisse Ziele eben auch zu erreichen. Ich möchte jetzt die 17 Ziele, ich möchte nicht auf alle einzeln eingehen, das würde hier zu weit gehen natürlich, aber einfach möchte eine Auswahl von Themen, Menschenrechte zum Beispiel als Nachhaltigkeit, Gender Equality, Lohn, wir kennen das bei uns selber in der Schweiz, Modern Slavery, wie sieht das genau aus, wenn wir irgendwo zu Gast in einem Hotel sind, wie sind die Anstellungsbedingungen, Kinderschutz, Kinderarbeit, sexuelle Ausbeutung, sind nur 3 Unterthemen wieder eines Themas, das eben Menschenrechte heißt. Geht weiter, zum Beispiel Leben unter Wasser. Wie können wir sicherstellen, dass wir das Leben auch unter Wasser sicherstellen? Das ist wichtig für Teile des touristischen Angebots, genauso wie auch das Wildlife am Land. Erneuerbare Energien sind genauso Themen wie Armutsreduktion oder auch indigene Völker. Und klar, es kommen noch 10 weitere Ziele und dann kommt auch das Ziel Klimaschutz. Und ich denke, es ist wichtig und so verstehe ich Nachhaltigkeit. Klimaschutz ist sehr wichtig und hat auch viel Einfluss auf andere Ziele. Nichtsdestotrotz dürfen wir die anderen Ziele in der ganzen Diskussion nicht aus den Augen verlieren. Wir bei Contiki, wir haben wirklich diese internationalen Ziele genommen, haben sie auch dann geschaut, was die Schweiz, welche Versprechungen die Schweiz macht. Wir haben das für den Tourismus, für Contiki, insbesondere jetzt gerade sind wir daran, also waren wir daran im letzten Jahr, Versprechen zu machen. Die findet ihr auch bei uns auf der Homepage. Das heißt, wir haben für jedes Ziel ein Versprechen gemacht. Und wie wollen wir das alles auf den Boden kriegen? Das ist ja auch noch 17 Ziele 2030. Das ist eine große Herausforderung. Wir haben uns entschieden, jeweils 2 Ziele pro Jahr anzupacken. Und dann mit dem Ziel, ich möchte das jetzt anhand des Leben unter Wasser kurz vorstellen, wie wir vorgehen. Wir definieren ein solches Ziel und suchen dann Experten dazu. Experten entweder bei uns in der Schweiz oder in unseren Destinationen. In diesem Fall war das Ocean Care, welche uns als Experte beratend zur Seite gestanden sind. Anschließend haben wir unsere Mitarbeiter, die Produktmanagement und den Verkauf geschult, haben das Thema natürlich, wussten wir auch, dass es in unseren Destinationen, wenn es um Whale Watching geht, Regeln zur Whale Watching waren das konkrete Thema. Wir haben einen Workshop gemacht, zusammen mit Oceanwide, unseren Partnern, Aktivitätenpartnern vor Ort und geschaut, welche Richtlinien es braucht und haben dann unsere eigenen Contiki-Richtlinien, wie wir in Zukunft Whale-Watching unter welchen Bedingungen anbieten wollen und wie wir unsere Partner auswählen. Ich glaube, es ist wichtig, wie gesagt, dann haben wir die Partner involviert auch vor Ort. Und dann natürlich die Kommunikation gegenüber unseren Kunden, was mir auch sehr wichtig erscheint, dass der Kunde eben auch versteht, was macht der Unterschied von einem Reiseveranstalter, dem Nachhaltigkeit wirklich ein echtes Anliegen ist und vielleicht ein anderer, denen es vielleicht mal weniger gerade wichtig vielleicht in der Kommunikation ist. Ja,
Das vielleicht ganz kurz, wie wir diese Ziele angehen. Wir haben sehr hochgesteckte Ziele für 20 und 21 haben wir Sensibilisierung und Destinationsentwicklung, weil wir hier eben genau glauben, das Thema Sensibilisierung, da können wir im Moment am meisten erreichen. Und im Bereich Destinationsentwicklung, da haben wir den größten Impact in den Destinationen. Aktuell sieht man ja, was sind die Trends. Es wird auf einzelnen Leistungen, glaube ich, wird viel gemacht. Aber es ist auch wichtig, dass man ein Dach darüber setzt, wo man eben dann einer ganzen Destination auch ein nachhaltiges Wirtschaften gewähren kann. Ich glaube, das ist schlussendlich wichtig. Es nützt uns nichts, wenn wir ein schönes, gut, nachhaltiges Boutique-Hotel haben und daneben wird danach ein großer Hotelkomplex gebaut. Dann läuft auch etwas schief. Ja. Aber nur gesagt, das kurz zu meiner Einführung. Nein, ich lache mich an. Ich glaube, es ist Zeit. Genau. Ich glaube, wir haben, wenn ich mir diesen Kreis anschaue, heute noch ganz viele Themen und ich möchte jetzt gerne dem Conny übergeben, weil wir uns erstmal auf den Themenbereich nachhaltig unterwegs, das heißt, wie komme ich möglichst nachhaltig an mein Reiseziel beschäftigen wollen und das leider mit den Flügeln zum hinten draufschnallen für uns alle noch nicht funktioniert. Conny, stage is yours. So, gemäß Statistik sind etwa 2,5% von Menschen gemachten CO2 auf den Flugverkehr zurückzuführen. Straßenverkehr im Vergleich etwa 14%, andere Verkehrsträger wie zum Beispiel Schiff und Bahn kommen auf 3,8-4%. Es ist ein Anteil, das ist klar. Es ist nicht ein Riesenanteil, aber dort ist etwas zu machen. Hoffnungsträger ist eigentlich bei Airbus, was man gehört hat. Bis 2035 möchte Airbus ein Passagierflugzeug auf den Markt bringen, das komplett CO2-neutral fliegt, dank Antrieb mit Wasserstoff. Das sind hohe Ziele, das ist in 15 oder 14 Jahren. Es sind sicher noch etliche Hürden zu nehmen. Ob es denn wirklich klein ist, wissen wir nicht. Was heisst Reisen für dich, Regula? Was heisst für dich persönlich Reisen? Das ist die erste Frage, die ich dir stelle. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich zuerst mal herzlich bedanken für die Einladung an den Call und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass dir als Reisebranche bei all diesen akuten Problemen, die ihr im Moment habt und die hat Conny am Anfang ja klar aufgezeigt, euch trotzdem Zeit nehmt, für die Zukunft zu schauen und das Normal, wo alle wieder zurück wollen, zu einem New Normal auch wollt, umtransferieren. Und ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig. Nachhaltiges Reisen heisst für mich Reisen, wie das vorhin ist gesagt wurde, im Kontext mit der sozialen Verantwortung, die wir haben. Es muss auch ökonomisch funktionieren, hier wie in den Destinationsländern. Aber es muss vor allem für die Umwelt funktionieren. Und das stehen wir aus meiner Sicht, und darum bin ich auch jetzt als grüne Politikerin so engagiert, an einem Scheidepunkt. Wir haben bereits in verschiedenen Bereichen die globalen Belastungsgrenzen von der Natur überstiegen. Also das heisst vor allem im Bodenverbrauch, Stichwort neue Hotelkomplexe, die ich vorhin gehört habe, oder Umnutzung auch von Land, Landwirtschaftsland zu Tourismus, Freizeitflächen, die man ausscheiden will. Das andere ist der ganze Bereich von der Biodiversität, ein riesiges Problem, nicht nur wegen der touristischen Sehenswürdigkeiten unter Wasser, sondern man geht davon aus, dass wenn es so weitergeht, wie man es jetzt handhabt, dass man bis 2040 die Ozeane im Prinzip leer gefischt hat. Also da kommt ja etwas anderes auf den Tisch an diesen Tourismus, in diesen Tourismusdestinationen. Es sind aber auch die Phosphorkreisläufe, die chemischen Kreisläufe. Also wir haben wirklich die Natur so ausgenutzt und benutzt, dass wir jetzt an eine Grenze kommen, wo man nicht mehr länger, eigentlich nicht mehr länger so weiterfahren kann. Sonst wird sie in wenigen Jahren die Krise, die wir jetzt haben, erlebt, zu einer Dürrekrise werden und gegen eine Ökologiekrise helfen keine Masken, auch keine Impfungen. Das sind ganz lange Prozesse, die Ökosysteme kippen oder sich verändern. Und das wieder zurückzubringen, das geht
ewig lang. Und von dem her brauchen wir, ich glaube, Menschheitsbedürfnis nach Reisen, nach der Entdeckung auch von anderen Kulturen. Sie wollen sich damit auseinandersetzen, sie wollen aber auch Ferien machen. Und ich glaube, das kann man auch durchaus alles unter einen Hut bringen, aber es muss nachhaltig sein. Und Reisen heisst für mich vor allem entdecken, heisst Begegnungen, heisst sich auseinandersetzen. Und je weiter das man geht, desto länger sollte man bleiben und desto nachhaltiger sollte eigentlich auch der Aufenthalt sein. Und darum bin ich sehr froh, wenn in der Reisebranche nicht so Labels oder so Zertifikate entwickelt werden, wo sich auch Kundinnen und Kunden daran orientieren können, wo man nicht zuerst muss ein Telefonbuch lesen muss, voller verschiedener Voraussetzungen, die es braucht, damit es wirklich nachhaltig ist und all die SDGs erfüllt, sondern dass man weiss, wenn man das Label wählt und dafür einen fairen Preis zahlt, hat man wirklich vor Ort auch Ferien, wo man kann entdecken, wo sozial funktionieren und wo auch von der Umwelt her funktionieren. Also ich glaube, da kann die Reisebranche jetzt für das New Normal auch uns Reisenden, uns Kundinnen und Kunden enorm viel Arbeit abnehmen, wenn wir mit so Labels und Zertifikaten Sicherheit gewinnen für Reisen, für Ferien ohne Nebenwirkungen. Und das hoffe ich, dass wir das gemeinsam entwickeln können und dass wir das auch politisch können unterstützen. Da wäre größtenteils eigentlich die nächste Frage schon beantwortet. Also was du für Erwartungen eigentlich hast, oder die Grüne Partei Erwartungen hat, die Reisebranche, wie in Zukunft der Reiseverkehr kann gestaltet werden. Größtenteils ist sie beantwortet, oder hättest du dort noch eine Ergänzung zu machen? Also ich glaube, dass ja viele Leute, die reisen, die ja gar kein Reisebüro brauchen. Also wäre ein Billigflug mit EasyJet buchen, für auf Barcelona eine Party zu feiern. Das war vor Corona. Da braucht kein Reisebüro dazu. Zu euch, in das Reisebüro geht man, wenn man eine größere Reise plant, etwas vielleicht ein bisschen kompliziertes an einem Ort, wo man nicht einfach so Zugang hat, Sprachbarrieren hat. Und ich glaube, dass wenn man dann Kundinnen und Kunden beratet, könnt ihr eben ganz viel von diesen Inhalte, die der Bruno Bissig vorher hat aufgelistet, könnt ihr die mit transferieren. Ich bin in meinem Leben Anfang 5-mal geflogen und ich bin kein einziges Mal vom Reisebüro, das ich darüber gebucht habe, bin auf Nepal geflogen, aus familiären Gründen, zum Beispiel darauf hingewiesen worden, dass ich mein Climate nutzen könnte. Das habe ich selber gewusst, dass ich das will. Aber das Reisebüro hat mir das nicht schon von vornherein her vorgeschlagen. Und ich glaube, das gehört eben auch zu dem New Normal, dass dir als Expertinnen und Experten vom Reisen, die Leute, die reisen wollen und mit bei euch buchen, auch genau auf die Probleme und die Fragen auch aufmerksam machen und Lösungen aufzeigen und auch schmackhaft machen, dass man für das einen fairen Preis zahlen soll. Euch, aber vor allem auch den Leuten, die Reisen anbieten vor Ort. Stichwort, du hast es erwähnt, Barcelona mit EasyJet, für das Wochenende Party machen. Hast du etwas gehört oder ist etwas in der Pipeline, sei es auf europäischer Ebene oder nationaler Ebene, um eben Mindestansätze für Flugtarife zu regulieren oder irgendetwas, oder eine Kerosinbesteuerung? Ist so etwas eigentlich auf zumindest Europa, auf europäischer Ebene geplant? Also mit dem neuen CO2-Gesetz werden wir ja jetzt am 13. Juni hoffentlich eine Flugticketabgabe haben, die aus meiner Sicht sehr bescheiden ist ausgefallen, aber für die Leute, die Rappen spalten, vielleicht doch einen gewissen Bremseffekt wird haben. Aber das ist klar, es kann nicht ein Land alleine die ganze Situation regeln. Und darum, das ist unser Anspruch an Bundesrat, das ist unser Anspruch auch als Parlament, dass wir da mit dem Europäischen Parlament zusammen, mit unseren Nachbarländern zusammen eben weitergehen, dass wir den ganzen Flugverkehr, auch das Klimaabkommen von Paris einbeziehen und dass wir auch eine weltweite Kerosinabgabe, aber auch Mehrwertsteuerabgaben werden reinnehmen, weil solange der Flugverkehr ausklammert wird aus diesen Klimabemühungen, werden wir nicht genug schnell vorwärts kommen, für die Kipppunkte des Ökosystems zu verhindern und für das faire, nachhaltige Reisen auch zu einer neuen Normalität zu machen. Also da braucht es weiterhin politischen Druck, den machen wir. Aber das CO2-Gesetz in der Schweiz ist sicher ganz ein wichtiger Zwischenschritt, den wir selber beeinflussen können, der hoffentlich auch von der zukunftsoffenen Reisebranche so unterstützt wird. Zum CO2-Gesetz können wir nachher noch sprechen. Du hast mir ein anderes Stichwort gegeben, Paris. Frankreich hat zum Beispiel überall, wo TGV-Linien sind, Inlandflüge jetzt verboten.
Wie sieht das mit Zürich-Genfus zum Beispiel? Das sind ja Vorschläge, die wir schon gemacht haben, wir Grünen im Parlament, dass man Inlandflüge verbietet. Es ist in der Schweiz einfach ein bisschen komplexer noch. Also es finden gar nicht so viele Inlandflüge statt, wenn es nicht einfach Zugangsflüge zu Flughäfen sind. Und die Leute, die heute schon vernünftig sind, nehmen bereits heute den Zug, für von Bern nach Zürich zu fahren, wenn sie aufs Flugzeug wollen. Ist ja logisch. Und es gibt vor allem einen Kanton, der Tessin, der bis jetzt auch subventioniert wurde für Inlandflüge, vor allem auch Bern und Lugano. Und das ist klar, dass wir wollen keine Subventionen, die weitere Umweltschäden verursachen könnten. Und es ist aus unserer Sicht auch völlig normal, dass wir das unterbinden würden. Aber es ist natürlich, weil die Schweiz so klein ist, hat es nicht die gleiche Auswirkung, wie wenn man in Frankreich Flüge von Paris nach Marseille tut, ersetzen durch das gute Schnellzugsangebote. Das ist klar. Wir möchten kurz, bevor wir das CO2-Gesetz besprechen, möchte ich Dennis Sigur und Bruno Bissig noch eine Frage stellen. Eigentlich die Wahl des Transportmittels, also beziehungsweise von Airline. Schaut ihr auf das konkret? Kundinnen und Kunden von euch möglichst nachhaltig reisen möchten. Dennis, du kommst zu Wort. Man hört dich nicht, du musst das Mic noch. So, jetzt kann man mich hören, glaube ich. Jawohl. Kann man mich hören? Ja. Perfekt. Okay, herzlichen Dank für die Einladung heute. Genau, die Frage war ja hinsichtlich des Transportmittels. Und die Wahl eben ist ja bei uns immer in die Mittelmeerregion ein Flugzeug. Und aus unserer Sichtweise ist es so, dass wir sagen, halbleere Flugzeuge sind letztendlich die umweltschädlichsten. Und in diesem Kontext ist es auch heute, finde ich, nur eine faire Debatte, wenn man wirklich auch das mit in Betracht zieht. Das heißt, wir müssen durchaus auch darüber nachdenken, welche ökologischen Folgen kommen eigentlich, wenn Flugzeuge nicht gefüllt sind oder wenn Hotelanlagen quasi, man spricht immer so gerne von individuellen Hotels, von kleinen naturbelassenen Anlagen und man ist immer gegen die großen Häuser, Hotelanlagen, man muss aber da auch mal wirklich auf die Werte schauen. Also ich hatte auch letzte Woche noch ein Gespräch mit der Edelweiss und sie haben mir auch noch mal die Zahlen durchgegeben. Es ist wirklich so, wenn ein Flugzeug halb leer fliegt oder dreiviertel gefüllt fliegt, dann ist das sehr ineffizient, auch was den Kerosinverbrauch pro Passagier betrifft. Das Gleiche gilt natürlich auch in den Hotelanlagen. Da wird ja sehr viel geshared, also gemeinsame Lebensbereiche werden geshared und durch das Sharing entsteht im Grunde genommen eine Effizienz auch ökonomischer Natur. Und ich finde, dass das manchmal in der Diskussion nicht richtig projiziert wird. Ja, da wird quasi gesagt, ja, die Individualreise ins Himalaya-Gebirge mit einer individuellen Anreise wird quasi naturverbundener dargestellt. Und auf der anderen Seite haben wir hier, immerhin vorher haben wir das auch gehört schon, die kürzere Strecke zum Beispiel ans Mittelmeer mit nur 3 Stunden Flug für die Familie aus der Schweiz, die sich eben auch nur diese Ferien leisten kann, die wird manchmal als Massentourismus in dem Sinne verunglimpft. Und da muss ich sagen, es ist nicht fair, weil letztendlich nicht jeder sich auch so eine Langstrecken-Individualreise leisten kann. Es gibt halt auch viele Familien, die auch auf den Geldbeutel schauen müssen und auch wenn diese Personen dann wirklich in vollbesetzten Flugzeugen zu größeren Hotelanlagen fliegen, dann ist die Naturbilanz eher besser als die dieser Individualreise. Und zweitens müssen wir auch wirklich beachten, dass eine Person oder eine Familie, die in der Schweiz bleibt, das heißt, die halt dann wie im letzten Jahr viel erlebt, Corona-bedingt dann eben nicht die Möglichkeit hat, auch irgendwo hinzufliegen, verbraucht natürlich in der gleichen Zeit auch Ressourcen. Es ist ja nicht so, dass wir hier komplett autark sind von Energieverbrauch. Meistens wird das Auto benutzt und leider fahren ja viele noch auch Dieselfahrzeuge oder Benzinfahrzeuge. Das ist in dieser Zeit, in der man dann den Urlaub in der Schweiz oder in Italien verbringt oder eben auf der Wegstrecke verbringt, ist ja auch ein Ressourcenverbrauch vorzufinden. Insofern plädiere ich dafür, dass wir ganz offen und ehrlich miteinander debattieren, dass auch der Urlaub als solcher immer verglichen werden muss mit dem Verbrauch der
bei Zuhausebleiben entsteht. Ja, also diese Komponenten waren mir wichtig, dass wir die nochmal auch mit berücksichtigen. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, viele Hotelanlagen in der Türkei haben tatsächlich auch den Zugang zu Wind- und Wasserenergie. Es ist nicht so, dass jetzt die großen Massenhotels sich einfach nur bedienen dem Kohlekraftwerk oder dem Atomstrom. Also ganz speziell habe ich da mehrere Hotelgruppen, die ihre eigene Windparkanlagen auch für die Ressourcen auch benutzen. Entschuldigung, auf die Hotels und Destinationen gehen wir nachher noch ein. Ah ja, Entschuldigung, ja, okay, ja. Punkt, ja, dann mache ich jetzt einen Punkt. Da können wir die gleiche Frage eigentlich Bruno stellen, weil die Wahl vom Transportmittel bzw. der Airline Direktflüge her aus einmal umsteigen. Wie sieht das bei euch aus? Ja, es ist sicher, wenn man den CO2-Verbrauch anschaut von einer Reise, ist es mit Abstand da und Abreise ist der grosse CO2-Verbrauch von einer Reise. Es macht über 90% aus einer einwöchigen Reise und da lohnt sich sicher auch zu prüfen, welche Alternativen hat. Etwas, was wir sicher immer vorschlagen, das sind Direktflüge machen. Die Frage ist immer, woher sollen die denn gehen? Soll ich jetzt, wenn ich auf Lappland will, einen Direktflug nehmen oder soll ich auf Helsinki via und umsteigen oder soll ich auf Helsinki und dann mit dem Zug weiter? Das sind so etwa die Alternativen. Und ich glaube, das Bedürfnis auch von den Kunden schlussendlich ist unterschiedlich. Es ist am Schluss auch eine Zeitfrage und eben auch eine Geldfrage. Je länger dass man eigentlich unterwegs ist, wenn ich dann irgendwie 2 Tage unterwegs bin, bis ich in Lappland bin, hat das auch mit Kosten und auch mit der Dennis Steiner natürlich auch mit weiteren CO2-Ausstößen zu tun. Und ich glaube, da können wir aber einen klaren Mehrwert schaffen. Ich glaube, auf die Frage, ob das unsere Kunden beeinflusst oder nicht oder so, Kontiki, glaube ich, hat solches mir einen Kunden, wo Natur und sehr naturverbunden auch sind. Ich kann mir vorstellen, dass da einige auch bereit sind. Es ist aber natürlich, die Frage kann ich heute nicht beantworten, gibt es einen Wertewandel in Nachhaltigkeit, natürlich beschleunigt auch durch Covid. Das ist die Frage, die ich aktuell auch nicht beantworten kann. Aber meine innerste Hoffnung ist wirklich, dass es auch einen gewissen Wertewandel gibt und dass eben auch wie soll ich sagen, die Umwelt eben schlussendlich auch einen Preis hat. Danke, Bruno. Vielleicht wird es so auf natürlicher Art und Weise eine andere Selektion geben, dass vielleicht die neue Generation, so die Kinder von den Leuten, die reisen wollen, egal, jetzt in dem Gebiet, wo der Dennis oder der Bruno eigentlich spezialisiert sind, die Eltern sagen, wir wollen das lieber nicht. Das könnte auch sein, dass familieninterne Gespräche am Küchentisch stattfinden. Gehen wir zum CO2-Gesetz. Am 13. Juni wird die Schweizer Volk über das neue CO2-Gesetz abstimmen. Travel Insight hat eine interne Umfrage gestartet, also die Meinungen sind ziemlich gespalten, sehen wir. Meine Hauptfrage, also ich habe verschiedene Fragen jetzt an Regula, weil logisch, sie ist Politikerin. Was sind Vorteile von diesem neuen Gesetz oder hat es auch Nachteile, so wie das Gesetz eigentlich am Volk jetzt zur Abstimmung gegeben wird? Also der Vorteil ist sicher, dass es wie eine Art Lenkungsabgabe ist. Also dass die Leute, die durchs Flugreisen und Flugreisen ist, die umweltfindlichste Art und wie man kann reisen in einem vollen Flugzeug, die Art von Reisen wählen, dass die zumindest die Kosten, einen Teil von den Kosten, die sie auslösen, auch mitfinanzieren mit ihrer CO2-Abgabe. Oder mit ihrer Flugticketabgabe, die aber nicht eine CO2-Abgabe ist, sondern es ist eine Reiseabgabe. Wenn wir die anderen nicht machen aus internationalen Gründen. Und sie hat viele Vorteile, weil es gibt vor allem eine bestimmte Schicht von Leuten, die besonders viel fliegen. Das sind die sehr gut verdienenden Leute. Es ist heute immer noch ein grosser Graben in der Gesellschaft, dass die Leute, die nicht viel verdienen, die sind selten im Flugzeug. Und die viel verdienen, die fliegen eben nach New York an eine Ausstellung oder nach Milano zum Shoppen. Also das gibt dort wirklich wie einen sozialen Graben. Und weil die Flugticketabgabe, ein Teil davon wieder zurückgegeben wird, ein Teil davon fließt in den Klimafonds, wo man eben versucht, auch alternative Flugtreibstoffe zum Beispiel zu entwickeln. Wasserstoff ist schon mal genannt worden. Sehr, sehr kostenintensive Alternativen sind das heute noch.
Und, aber ein Teil wird zurückverteilt. Und das, was zurückverteilt wird, das wirkt sich je nach Haushaltseinkommen sehr unterschiedlich aus, so dass wir jetzt Berechnungen haben, die zeigen, dass die Leute, die einmal oder zweimal im Jahr unterwegs sind mit einem Flugzeug, die nie unterwegs sind und die 20 Mal unterwegs sind, die werden wirklich sehr unterschiedlich betroffen sein von dieser Flugticketabgabe. Und darum kann man feststellen, es ist eigentlich eine soziale Form von Besteuerung, die sowohl die Innovation berücksichtigen, als auch den Sozialausgleich. Also wir stehen voll und ganz dahinter. Der einzige Nachteil ist, es ist eigentlich zu wenig, um die effektiven externen Kosten zu decken. Aber wieso kommen die Abgaben nicht zu 100%, zum Beispiel in die Forschung und die Entwicklung? Wenn man eben dann die soziale Diskussion hat, es ist ein Kompromiss, die soziale Komponente ist ja hier auch schon genannt worden, es ist ein Kompromiss zwischen der sozialen Abfederung für die Familien, vor allem auch, wo zum Beispiel im Migrationsbereich, die müssen fliegen, für mal ihre Familie wieder zu sehen. Und denen, die fliegen, weil sie sich etwas Schönes leisten wollen, in einer anderen Stadt in Europa oder auch ausser-europäisch. Und darum, denke ich, ist es ein guter Mix im Moment. Aber die Flugticketabgabe, das wird nicht länger, um das Klimaziel umzusetzen. Wir müssen einfach noch mal wissen, 2050 ist der Moment, es ist in 30 Jahren, wo kein einziges Milliliter fossile Energie mehr darf genutzt werden. Und dieser Umbruch ist so enorm und so grundsätzlich, dass natürlich die kleine Flugticketabgabe in der Schweiz, gemessen auch an unserem Reichtum, den wir hier haben, der Wertschöpfung, die wir haben durch unsere Arbeit, nicht wird länger für wirklich ein grundsätzliches Umdenken herzubringen. Das ist ein erster kleiner Schritt. Ja, also grundsätzlich ein Nachteil von diesem Gesetz hast du kennen gesehen? Oder ist es zu wenig kennen? Oder es deckt hinten und vorne die externen Kosten nicht. Die externen Kosten sind enorm. Es geht ja nicht nur um CO2, es gibt ja die Kondensstreifen zum Beispiel am Himmel, die auch für die ganze Klimaerhitzung normal wie einen Zusatzeffekt haben. Also wenn wir die ganzen Effekte von der Klimaerhitzung anschauen, Trockenheit, grosse Unwetterschäden, Veränderung auch von der gesamten Landschaft. Also wir müssen zum Beispiel Wälder, die eingehen, die man muss neu bepflanzen. Also das sind gigantische Kosten, die da überall auf der Welt, auf die Allgemeinheit zukommen. Und die Kosten, wenn man die externen Kosten vom Flugverkehr anschaut, die externen Umweltkosten, und das jetzt in der Schweiz, wo 20%, über 20% vom CO2-Ausstoß durchs Fliegen ausgelöst wird, weil wir so eine enorme Vielfliegergesellschaft sind, dann ist es einfach hinten und vorne nicht ausreichend für die externen Kosten. Aber auch das ist ein politischer Kompromiss. Lieber ein erster Schritt als gar nichts, ist unsere Haltung der gewesen. Und auf europäischer Ebene ist dort etwas im Tun, dass man das, im Grunde kommt es beim Volk so an, also das CO2-Gesetz, die Abgabe, die Lenkungsabgabe bei den Tickets, kommt so an wie eine Kompromisslösung, das ist klar, die provisorisch ist. Ist das? Ja, es ist ja noch das CORSIA-Abkommen, also es gibt schon auf internationaler Ebene Bemühungen, dass man den Flugverkehr stärker in die Verantwortung nimmt für die externen Kosten, die er verursacht. Das gibt einfach wahnsinnige Widerstände aus all den Ländern, die grosse Flughubs haben, vor allem. Wir haben durch die internationale Situation, die saudi-arabischen und asiatischen Airlines, die mit riesigen Hubs ihre Destinationen letztendlich auch bewerben. Also es gibt schon enorme Widerstände dagegen. Aber faktisch sind jetzt die wichtigsten Länder der Welt haben das Klimaabkommen unterzeichnet. Die USA ist wieder mit im Boot, seit man den Trump hat abgelöst. Und wir haben 30 Jahre Zeit, um umzustellen. Und eigentlich müssen die westlichen Länder, die reichen Länder, die viel, viel mehr Schäden verursachen, die müssen bis 2040, in 20 Jahren, eigentlich schon fossilfrei sein. Und insofern ist es ein erster Schritt und es werden weitere müssen kommen. Und die Klimaerhitzung, die müsst ihr euch das eigentlich vorstellen als auch Reiseveranstalter. Wir haben jetzt eineinhalb Jahre lang Corona im Zentrum gehabt. Es wird sehr viel schneller jetzt weitere Schäden geben. Es wird Hitzesommer geben, es wird riesige Trockenheiten geben, auch in den Destinationen von euren Ferienanbietern und von diesen
Hotelanlagen, die da schon parat sind. Und das wird dazu führen, dass die Reisen wieder eingeschränkt werden und dass sich die Leute anders werden orientieren. Also das bleibt extrem volatil und unsicher. Und wenn wir nicht langfristig mehr Sicherheit können herstellen können, damit Umweltsystemleistungen können stabilisieren können, dann wird die Reise immer mehr zu einem Wabonspiel, so wie man es heute betreibt. Die Zeit läuft uns leider davon. Ich werde die gleiche Frage eigentlich stellen, die Frage stellen Bruno zum Beispiel, ob du das Gefühl hast, dass eure Kunden aufgrund von CO2-Abgaben weniger werden reisen. Was ist deine Meinung dazu, Bruno? Ich sage jetzt mal so, ich glaube, da muss man unterscheiden. Eine Reise im Norden ist in der Regel eine Once-in-a-Lifetime-Reise. Und ich glaube, die macht man sich wahrscheinlich gönnt man sich oder möchte man vielleicht auch das andere Mal so entdecken, dann wird man wahrscheinlich nach wie vor machen. Auch unsere Kundschaft, wir setzen auf die Kundschaft, wo wertige Reisen wichtig sind auch, Erlebnisse wichtig sind. Und ich glaube, unser Vorteil ist natürlich auch Kombinationen können machen, vielleicht mit Zug, mit Flug, dass man dort dann auch den CO2-Anteil reduzieren könnte. Also ich bin eher von dort zu unserer Kundschaft her, die unterstütze ich die Meinung, dass wahrscheinlich vielleicht wird sogar ein bisschen weniger gereist, ein bisschen länger gereist, weil es wünschenswert ist, vor allem unsere Strategie ist. Aber dass es nicht per se an den Kosten von der Flugticketabgabe scheitern tut. Aber ich habe andere Aspekte natürlich. Besten Dank, Bruno. Wir müssen leider ein bisschen pressieren. Die gleiche Frage, Dennis, vielleicht zuerst kurz und bündig. Hast du das Gefühl, dass ein Einfluss wird haben, dass du weniger Kundinnen und Kunden wirst haben? Nee, ich glaube, es wird überhaupt keinen Einfluss haben. Ich begründe es auch sehr gerne. Ich glaube, dass Lenkungen nur dann beim Volk funktionieren, wenn man auch wirklich das Verständnis erzeugt und eine Lenkungssteuer auf Gegenflugverkehr zugunsten von beispielsweise Autoverkehr wird einfach nicht als sinnvoll auch erachtet von vielen Teilen der Bevölkerung. Und deswegen glaube ich, dass man nicht hier über Verbote oder Steuern, negative Steuern gehen sollte, sondern ich denke eher, das war ja auch ein Aspekt, den wir vorher von Frau Rietz gehört haben, dass eben die Aufenthaltsdauer auch eine gewisse Länge haben sollte. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass man tatsächlich auch mal darüber nachdenkt, ob man nicht Familien, die zum Beispiel sagen, wir gehen 14 Tage an einen Ort, beispielsweise am Mittelmeer, dass man da auch einen Zuschuss da zu der Reise auch letztendlich ermöglicht, weil die Personen quasi eine gewisse Dauer auch wirklich dort bleiben und nicht eben nur übers Wochenende irgendwo hinfliegen. Und mit positiven Lenkungen oder Lenkungselementen, glaube ich, kann man mehr erreichen, mehr auch letztendlich überzeugen, als mit Strafsteuern auf jetzt in dem Fall nur das Fluggerät. Weil wie gesagt, die Familie, die dann nicht in das Flugzeug einsteigt, die dann sich entscheidet für das Auto, sie wird auch natürlich Ressourcen verbrauchen. Und das wird unserer Welt auch so nicht helfen. Und der zweite Aspekt, ich mache es ganz kurz noch. Ich bin davon überzeugt, dass es extrem wichtig ist, dass wir den sozialen Austausch auch für unsere jungen Generationen weiterhin aufrechterhalten. Das heißt, das Vernegativen von Reisen, das finde ich an sich sehr problematisch, weil der interkulturelle Austausch, der gerade von jungen Generationen zu anderen Völkern auch hergestellt wird, durch Reisen, der müsste eher gefördert werden. Sonst werden wir in dieser Welt nie zu einem gemeinsamen Nenner kommen, beziehungsweise ein Streben auf mehr Gemeinsamkeit überhaupt hinbekommen. Und deswegen gefällt mir das nicht, dass man das Flugelement so negativ platziert, weil letztendlich nach Indien kann ich nicht mit dem Auto fahren. Wenn ich beispielsweise nach Indien mal reisen möchte in meinem Leben, dann muss ich das Fluggerät nehmen. Und also da sind ein paar Sachen drin, die man wirklich auch ethisch aus verschiedenen Augen betrachten muss und nicht einseitig nur gegen das Fluggerät. Was mir sehr gut gefällt an der Steuer, um mal was Positives zu sagen, ist, dass man auch wirklich die Gelder verwendet für die Innovation der Technologie, weil da liegt das eigentliche Problem. Ich bin ja nicht ein Verfechter von Fuel-Energie. Ich selber fahre Elektroauto und bin gerade dabei, dass ich auch Solarenergie benutze für
den Verbrauch. Das heißt, wenn man da innovativ ist und auch weggeht von dem Verbrauch von Fuel, dann bin ich der Erste, der dabei ist. Aber an sich gefällt mir das Steuerwerk im negativen Sinne nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es dann wirklich die Leute so erreicht. Also ich glaube nicht, dass sie sich davon beeinflussen lassen, dass sie dann nicht mehr mit dem Flugzeug fliegen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung an der Stelle. Herzlichen Dank, Dennis. Ja. Ich gebe das Wort weiter an Annette. Sie zum Thema Nachhaltigkeit vor Ort sicher noch ein paar Fragen stellen. Ja, also ich sehe schon, wir könnten jetzt wirklich sehr lange über das ganze Thema diskutieren. Ist auch sehr spannend. Ich möchte auch gleich mit dem Dennis weitermachen, weil du hast ja schon vorhin die Lanze gebrochen für nachhaltigen Massentourismus. Es wird ja auch immer so ein bisschen gesagt, ja, in diesen riesen Bettenbunkern in der Türkei, das kann ja gar nicht nachhaltig sein. Und überhaupt nachhaltig reisen ist ja nur was für die oberen 10.000, die sich das leisten können. Wie siehst du das, Dennis? Ja, ich möchte einfach ein bisschen wirklich die Köpfe anstrengen, dass sie sich oder beziehungsweise dazu aufrufen, dass man weggeht von den klassischen Vorstellungen, dass Overtourism ist es ja das Schlagwort der letzten 2-3 Jahre und das verteufelt eben den sogenannten Massentourismus. Und ich möchte einfach dazu aufrufen, dass man auch sich Gedanken macht, dass eben effizienter Tourismus letztendlich auch natürlich auch in Form von Massen ist, Massenbewegungen letztendlich stattfindet. Das heißt aber nicht immer, dass man auch alles zertrampelt und Naturschutzgebiete nicht auch existieren, sondern das heißt, letztendlich, was den Ressourcenverbrauch betrifft, dass das eben beispielsweise beim Fluggerät, ein volles Flugzeug, ist im Grunde genommen das ökologisch effizienteste Fortbewegungsmittel in dem Moment. Oder eben auch die Hotelanlage, wo sich ein Swimmingpool viele Menschen teilen. Die sind im Grunde genommen pro Stück gesehen die bescheidensten, was die Ressourcen betrifft. Da wird immer gerne das Bild gemacht von, wie ich nehme halt leider das Himalaya-Gebirge, weil es halt so ein Bild ist. Und da ist jemand, der ist in so einer Lodge und da werden so handgestrickte Taschen hergestellt. Das ist alles toll. Aber wenn da so ein kleiner Swimmingpool ist und es sind nur 15 Zimmer, dann verbrauchen die 15 Leute, die unter dem Aspekt Natur unterwegs sind, wahrscheinlich am meisten Ressourcen für ihre Naturreise. Also das eine ist manchmal, sieht negativ aus, Massentourismus, ist aber vielleicht, wenn man es mal genauer untersucht, auch nicht so zu verteufeln, wie das auch stattfindet. Ich wollte das einfach nochmal so angesprochen haben. Bruno, du bist ja mehr der Typ für die Jurten in der Mongolei und so weiter. Ja, also grundsätzlich unterstütze die Aussage von Dennis. Und mein Beispiel vorher war vielleicht nicht... Darfst aber wieder später mitreden. Ah, danke. Ist nicht auf Ressourcenausgleich gewesen mit dem großen Hotel, sondern mehr auf den Landschaftsimpact, wo es dann gibt, wenn ich in Lappland bin und die Weite und die Natur sehe. Warum? Für mich, ich teile die Einschätzung, das große Hotel kann unter Umständen ressourcenmäßig viel attraktiver sein wie kleine Angebote. Muss aber nicht zwingend sein, die können mindestens gleichwertig sein. Bei uns ist es so, wir haben so das Engage-Label gemacht, wo wir auch Orientierung geben wollen. Da wiederum jetzt über gesamt der Touristik Schweiz. Und wir versuchen eigentlich, die Angebote, die sich nachhaltig, und da gibt es klare Kriterien für Aktivitäten, wie aber auch für Unterkünfte, wie aber auch für Transport, wo sich die einzelnen Anbieter verpflichten, gewisse Richtlinien einzuhalten. Und da versuchen wir eigentlich mit dem Engage-Label Orientierung zu geben. Und da kann man sich unseren Produktinnen selber und sich mal durchwühlen, schlussendlich. Also mit der und die Produkte, die natürlich Contiki eigene Stempel haben, wir haben ja einige Sachen auch, wo wir nur Contiki only haben, wo wir selber Aktivitäten anbieten, die sind ganz klar, die machen mit dem Hintergedanken Engage und demzufolge auch nachhaltig. Frage dazu auch an sucht ihr eure Hotels auch gezielt aus, eben, dass sie einen höheren Nachhaltigkeitsstandard erfüllen, eben erneuerbare Energie, Müllvermeidung etc.? Wie ist das bei euch? Bei uns ist es so, also natürlich gibt es diese Labels und die werden auch
dem Kunden zur Verfügung gestellt. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir ausschließlich quasi da die Labels nehmen und dann letztendlich sagen, und nur die Hotels werden dann in Betracht gezogen, sondern wir haben eine breite Palette, was jetzt die Türkei betrifft, oder? Und da ist es sicherlich auch das ein oder andere Hotel wird eben auch ganz gezielt von bestimmten Kunden auch ausgewählt, weil sie eben auch Ressourcen in der Hotelanlage eben offensichtlich nachhaltig auch bewirtschaften. Aber es ist nicht so, also da bin ich ehrlich, dass wir da jetzt die Schranke zumachen, sagen so, diese 50 Hotels, die haben genau den Standard und die anderen nicht. Wir glauben ja an positive Lenkungseffekte. Das heißt, wenn der Hotelier B sieht, dass der Hotelier A, der eben mit dem nachhaltigen Konzept, weil er beispielsweise eben nachhaltigere Verbauung von also ganze Zimmereinrichtungen oder auch sonst Hotelanlageneinrichtungen, einfach, dass das gut ankommt beim Kunde, dann wird das sowieso auch quasi seine Kopie finden und dann geht das weiter. Also ich finde, wir müssen immer über positive Beispiele gehen oder das Thema Solaranlage. Da fangen natürlich jetzt schon die Hotels an, dass sie da ganz großflächig auch Solaranlagen aufziehen. Wenn der Hotelier B und C dann sieht, dass das eben erstens mal gut ankommt, dadurch sogar noch die Buchungen steigen, dann wird auch hier diese Entscheidung getroffen. Das heißt, ich glaube ja an die Macht des Kunden. Das heißt, der Kunde entscheidet durch die Auswahl seiner Produkte auch, in welche Richtung alles sich entwickelt. Und da ist es viel wichtiger, dass wir eben sehr aufgeklärte Menschen haben, die wirklich auch entsprechend diese Dinge auch wirklich nachvollziehen können. Und deswegen glaube ich auch, dass wir da nicht über Steuern gehen müssen, über Lenkungssteuern. Ich glaube, dass wir mit positiven Beispielen da mehr erreichen können und letztendlich unserer Welt zu besserem Klima verhelfen können, indem wir eben nicht über diese negativ betatschte Steuerungsproblematiken gehen da. Aber ja, wie gesagt, vielleicht liege ich da falsch. Nein, ich glaube nicht. Es ist wirklich das Positive rausstellen. Und das bringt mich auch zu dem nächsten Punkt. Eben, wie kann ich meinem Kunden auch aktiv nachhaltige Hotels anbieten? Und da möchten wir euch gerne nochmal darauf hinweisen, auf die Suchmöglichkeiten im CATS. Birgit, wenn du auf nächste Slide gehst, bitte. Genau, und zwar ist seit einiger Zeit, hat man auch im CATS und Regular CATS ist so das hauptsächlich genutzte Buchungssystem in den Reisebüros, gibt es neu eine Möglichkeit, sich auch nachhaltige Hotels anzeigen zu lassen. Und wenn man da auf dieses nachhaltige Hotels klickt, dann sieht man erstmal eine Übersicht über die verschiedenen Labels, weil wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Es gibt diverse verschiedene Labels, Green Key etc. Also Bruno könnte sie wahrscheinlich alle aus dem FF runterbeten. Aber eben da ist es auch für jemanden im Vertrieb ein bisschen schwierig, den Überblick zu bewahren. Und deswegen hat CATS eben diese neue Ansicht gemacht, wo man eben sieht, was steht hinter diesen verschiedenen Nachhaltigkeitslabels. Was bedeutet das, wenn ein Hotel eben dieses Label hat und dort den Goldstandard hat, den Silberstandard oder den Bronzestandard? Das sieht man hier schon mal recht gut. Und wenn du noch aufs nächste Slide bitte gehst. Dann sieht man eben auch hier zum Beispiel, dass das Captain's Inn in Ägypten, genau sieht man, dass das eben ein Green Star Hotel ist und Green Star Egypt ist eben wieder ein solches Nachhaltigkeitslabel in Ägypten. Und dann sieht man genau auch, was kann der Kunde erwarten, wenn er in einem Hotel übernachtet, was nach diesem Standard zertifiziert ist. Und das hilft euch auch an der Front, eben nachhaltige Hotels besser verkaufen zu können, dem Kunden auch besser klar machen zu können, wenn sie in dieses Hotel gehen, das hat eine Solaranlage, dort wird der Müll größtenteils recycliert und so weiter und so fort. Also das ist nochmal eine gute Verkaufshilfe. Da wollten wir euch gerne nochmal drauf hinweisen, weil eben es wurde auch schon vorhin in den Chat geschrieben, eben das ganze Thema Nachhaltigkeit ist für uns als Reiseveranstalter und Reisebüros auch ein sehr wichtiges Thema, weil für die Kunden ist es sehr schwierig zu unterscheiden, eben was sind nachhaltige Transportmöglichkeiten, was sind nachhaltige Unterkunftsmöglichkeiten. Und wir können dem Kunden auch helfen, ein bisschen durch diesen ganzen Dschungel zu manövrieren und zu sagen, wenn du
nachhaltig unterwegs sein möchtest, dann wäre die Airline besser geeignet als jene Airline oder eben das Hotel besser geeignet als jenes Hotel. Und das ist wirklich auch eine Beratungsleistung, die wir für den Kunden erbringen können und wo ich auch zuversichtlich bin, dass uns das auch mittel- und langfristig wieder mehr Kunden ins Reisebüro bringen wird. Und dass eben auch Kunden eher bei der Auswahl auf einen nachhaltigen Reiseveranstalter oder nachhaltige Unterkünfte achten werden. Dann nehme ich das Wort dran nicht gleich weg. Wir haben sehr gute Bemerkung bekommen vom Zuschauer Dominik Ecker, eigentlich genau mit dem, zu diesem Punkt. Die Regula hat einen sehr interessanten und wichtigen Punkt erwähnt, was für unseren Berufsalltag betrifft. Wir haben die Möglichkeit, Kunden und Kunden über das nachhaltige Reisen zu sensibilisieren. Es ist ja eine Vertrauensebene, wo wir ja aufgebaut haben, meistens über Jahre. Und das kann das Internet nicht. Das ist für die Reisebranche eigentlich nichts anderes als eine Chance anzuschauen. Das ist etwas sehr Positives in unserem Berufsalltag. Und Kundinnen und Kunden, die bereit sind, durch ein MyClimate zu kompensieren, sind sicher auch bereit, den erzeugten Mehrwert, den wir im Alltag in unserem Berufsleben ja erzeugen, auch zu zahlen. Das ist ganz, vielleicht auch ganz ein wichtiger Punkt, wo uns wieder ein bisschen Mut geben in unserer Branche. Das ist, wir haben sonst noch eine Frage bekommen von Beat Obrist. Er fragt, ich denke, die Frage geht an die Regula Ritz. Wie schätzt du den Einfluss von den künftig häufigen vorkommenden Umweltereignissen, zum Beispiel in Vorreise, was die Reisetätigkeit eigentlich zurückzuführen sind, so Stürme, Brände, Überschwemmungen, Erdbewegungen und so weiter? Es ist wahrscheinlich eine sehr schwierige Frage, die du nicht einfach so aus dem Meer kannst greifen kannst. Ich denke einfach, diese Ereignisse werden zunehmen. Und sie werden uns hier zu immer mehr Irritationen führen. Und sie werden uns international zu immer mehr Irritationen führen. Wer will schon an einen Ort reisen, wo vorher ein Waldbrand hat geherrscht oder eine Dürre hat geherrscht? Wer will in einem Hotel sein, auch wenn es nachhaltig zertifiziert ist, und dort gemütlich am Swimmingpool hocken, wenn nebendran eine Hungerrevolte toben? Also man muss sich schon vorstellen, dass wir viel Diskussion gehabt mit den Wissenschaftlern von IPCC, also vom Weltklimarat, über ihre Prognose, was so eine Temperaturerhitzung eigentlich bedeutet. Und die ganze Frage von den Ökosystemen, von der Gefährdung von den Gewässerräumen kommt ja dann noch dazu und ist letztlich genauso dramatisch wie der Klimawandel. Das ist schon richtig gesagt worden. Also wenn solche Ereignisse zunimmt, dann wird es für viele Menschen die Attraktivität zu verreisen abnehmen. Da bin ich überzeugt davon, so wie wenn man an einem Strand ist und der ganze Strand voll Plastikflaschen ist oder voll Meerestieren, die gestorben sind, die angeschwemmt werden. Das ist nicht unbedingt das, was man im Urlaub sucht. Und ich habe das Gefühl, man muss da so wie unterscheiden. Es gibt wie Reisen und es gibt Ferien machen. Und da bin ich mit dem Dönis Ugur völlig einverstanden. Das sind sicher die grossen Infrastrukturen, wo man halt effizient eine Woche ein bisschen entspannen und am Pool und mal ins Meer. Die sind nicht unbedingt weniger nachhaltig, wenn sie in der ganzen zum Beispiel Abwasserentsorgung und Müllentsorgung vorbildlich handeln. Sie sind sogar besser als Individualtourismus, jetzt zum Beispiel in Nepal, wo ich schon war, wo einfach alle Müll irgendwo in den Wald geschmissen wird. Also es ist durchaus nicht, der Massentourismus ist nicht unbedingt schlimmer als der Individualtourismus. Es sind einfach mehr Leute unterwegs. Und ich glaube, dort kann man es schon steuern. Aber wenn wirklich die Umweltschäden immer sichtbarer werden und sie werden immer sichtbarer, weil sie jetzt schon so lange weitergeführt wurden, ohne dass man sie genügend hat bremsen, dann wird das auch den Tourismus beeinflussen. Also man geht nicht gerne ins Elend in den Ferien. Und darum finde ich, müssten wir jetzt wirklich die Chance nutzen, nach dieser Corona-Erfahrung Nachhaltigkeit nochmal zu stärken. Und ich glaube, das hat der Conny sehr gut gesagt. Dir in den Reisebüros, die sind die, die eben die Ratings kennen, die haben den Zugang zu diesen Hotels. Ich kann das nicht beurteilen, wenn ich auf dem Internet etwas anschaue. Und da verlasse ich mich auf eure Kompetenz, auf eure Expertise, wenn ich nachhaltig unterwegs sein will. In der Schweiz kann ich ein Büchlein kaufen, ökologisch reisen. Sobald ich im Ausland bin, wird es schwieriger, das zu beurteilen. Also ich glaube, wirklich, eure Branche braucht es auch weiterhin. Die Menschen wollen unterwegs sein, wollen Entdeckungen machen. Und das finde ich auch als Grüne wichtig. Und ich mache das auch, ich will das auch.
Aber Nachhaltigkeit ist schlussendlich, wie für alles, wie für die Landwirtschaft, die Voraussetzung dazu, dass das auch in den nächsten 100 Jahren noch wird möglich sein. Und das ist unsere gemeinsame Verantwortung, dort schnell vorwärts zu kommen. Und eine persönliche Frage, woher geht es das nächste Mal, Revula? Das Tessin in Bergen, in der Einsamkeit. Und dann möchte ich wieder mal nach Berlin. Und dann gehen wir immer zu einem sehr coolen Hotel, das ökologisch vorbildlich ist und auch gut zu den Leuten schaut, die dort arbeiten. Noch kurze Frage in die Runde. Habt ihr bilateral noch Fragen, die ihr stellen wollt? Bruno vielleicht an die Regula, Dennis an die Regula? Also, ja, vielleicht. Ich finde das sehr, sehr schön, dass wir heute diesen Austausch haben. Das ist ja kein so ein offen gelebter und natürlicher Austausch. Wir haben das nicht so oft und ich würde mich freuen, wenn man wirklich das öfters mal auch machen könnte, weil an sich haben wir, glaube ich, schon das gleiche Ziel. Wir wollen insgesamt, dass es zu einer besseren Welt kommt, in der die Natur auch in der Zukunft eine Rolle spielt, weil wie Regula auch gesagt hat, letztendlich, wenn die Natur nicht lebt, oder, dann möchten Menschen auch nicht zu diesen Orten reisen, die dann letztendlich nur dann schön sind, wenn sie auch intakt sind. Insofern hat, glaube ich, die Reisebranche immer auch das Ziel, dass es auch auf ökologischer Weise den Destinationen gut geht. Aber wir sollten eben im Austausch über die Ansätze zu dieser Lösung eben auch bleiben. Und hoffentlich eben schaffen wir es, dass unsere Technik, Wissenschaft uns bald dazu bringt, dass wir halt auch Transportmittel zur Verfügung haben, die tatsächlich selbst ökologisch sind. Und in der Richtung haben wir ja in den letzten 100 Jahren so viel erreicht als Menschheit. Ich meine, wir sind bis zum Mond geflogen, heute geht es bis zum Mars, oder? Technisch ist eigentlich alles möglich. Wir müssen uns nur darauf verständigen, was wir wollen. Und deswegen fand ich diesen Austausch heute sehr, sehr schön und ich habe ihn sehr geschätzt. Vielen Dank, dass ich da dabei sein durfte auch. Noch ganz kurz zum Abschluss. Wir haben im Chat ein paar Hinweise bekommen. Links eigentlich zu dem Thema, nachhaltiges Reisen. Die Links tun wir jetzt über unsere Website. Wir befinden uns auf der Website vom Schweizerischen Reiseverband. Die werden auch auf der Website Mayday ersichtlich sein. Ich glaube, ich kann mich ganz herzlich bedanken an die Zuschauerinnen und Zuschauer und vor allem an unsere Referentin und unsere Referenten für den interessanten Austausch. Der nächste Branchen-Call ist voraussichtlich am 17. Mai zum Thema Restart Tourism. Das ist genau das ist die Fortsetzung eigentlich. Kurzer Hinweis vielleicht noch, ein Kaffeekässeli. Man vergisst immer, auf der Seite von Mayday haben wir einen Link zum Kaffeekessel. Dort darf man helfen, ein bisschen unsere Kosten zu decken. Bleibt nichts mehr anders übrig, euch einen schönen Abend zu wünschen. Alles Gute. Bleibt alle schön gesund. Danke nochmal und auf baldiges Wiedersehen. Merci vielmals für die Einladung und viel Glück euch und viel Power. Danke. Tschüss zusammen. Danke. Merci. Schönen Abend.